Hey, kleinen Sahneperlen, es geht. Genug Potato, ihr kleinen Suchtis. Heute gibt es Beneath Oresa. Ein Game, was ein Touch von Slay the Spire hat. Und es ist roguelike. Wir stürzen uns hinein. Wir gucken an, was so super krass, super cool ist. Und ich bewerte das so ein kleines bisschen. Ich habe schon ein bisschen gezockt. Ich habe es noch nicht ganz durchgespielt. Also noch keinen Run beendet, sagen wir es mal so. Vielleicht ist es der Run. Schlechthin. Ja, kann ja sein. Zu Beginn wählen wir erstmal einen Charakter aus. Ich glaube, das ist auch immer noch Early Access. Alles ist Early Access. I don't know. Naja, spielt auch gar keine Rolle, sondern wir gucken, was ist die Grundidee. Optisch schon mal sehr, sehr geil. Das ist so ein bisschen wie so ein bisschen arcanisch fast schon grafisch, was ich sehr cool finde. Wir können quasi am Anfang einen Charakter auswählen. Und das Interessante ist, der nächste Schritt. Und zwar haben wir jetzt ja einen Charakter nicht gewählt. Na? Das bedeutet, wir dürfen jetzt quasi noch entscheiden, wer ist unser Gefährte. Und der Gefährte, je nachdem, wen ihr quasi nimmt, gibt unterschiedliche Bonus-Stats, wenn ihr enger mit ihm zusammenarbeitet. Eine sehr, sehr lustige Mechanik bei diesen Card-Games, bei diesen Roguelike-Deckbildern. Also ich fand es zumindest ganz cool. Das heißt, ihr schaltet bestimmte Karten frei oder ihr bekommt dann halt gewisse Bonus-Werte. Ja, oder gewisse Synergien auch. Ne? Hier zum Beispiel der Wolf will, dass ihr blutbefleckt seid. Also er ist auch ein kleines bisschen, ja, ein bisschen fokussiert darauf, dass du natürlich mit Blutung und sowas arbeitest. Wir nehmen jetzt den Boy. Wir haben drei Stages. Drei Endbosse erwarten uns dann. Und hier unten ist quasi unser Ablauf. Wir haben hier schöne Cutscenes dazwischen. Wir laufen also durch diese Gegend. Und dann passieren hier entlang unterschiedliche Dinge. Ne? Beutezug, Bresche, die haben alle gewisse Funktionen. Manchmal sind auch Decisions dabei, die dann entsprechend Einfluss haben. Das bedeutet, wir können zum Beispiel hier sagen, wir greifen sofort an. Oder wir sagen, wir legen eine zufällige Karte in der ersten Runde ab und kriegen aber am Ende eine bessere Belohnung. Wir nehmen natürlich das. So, jetzt kommt es zu den Fights. Ich selber bin jetzt hier kameramäßig nicht überragend, aber auch nicht schlimm. Also hier ist nur der Ablagestapel. Ja, also nichts super Wichtiges. So, wir können jetzt mit dem Mausrad bestimmen, gegen wen wir fighten. Wen wollen wir anvisieren? Die Units geben selber wieder an, was sie gern machen wollen. Der will sich oder Verbündeten stärken. Der schießt in mein Face. Der haut mein Face. Und hier seht ihr entsprechend die Lebenspunkte und natürlich auch einen Effekt. Ne? Der will uns zum Beispiel debuffen. Ne? Der haut uns irgendeine Kackkarte rein. So, rasender Rolling heißt der übrigens. Finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Hier könnt ihr sehen, was wir tun. Wir haben ganz klassisch Energie, aber und Lebenspunkte und auch Rüstung. Das heißt, wir können uns wieder schützen, ne? Was cool ist. Wir können aber auch auf die Fresse hauen. So. Wir beginnen damit, dass wir erstmal, glaube ich, den hier verkloppen. Das geht sehr, sehr cool. Na, das bedeutet, ihr könnt hier eine Karte spielen. Und jetzt wird's krass. Bumm. Bumm. Na, es wird sehr, sehr cinematisch. Gerade wenn ihr die Karten schnell hintereinander spielt, passieren dann entsprechend coole Dinge. Den haben wir jetzt totgekickt, aber trotzdem ein Problem. Und jetzt kommt eine weitere Spielmechanik. Wer übelst krasse Augen hat. Nur die krassesten unter den Augen. Ne? Sieht, dass das Ding gelb umrahmt ist. Und das liegt an unserer Passive. Wir haben nämlich Konter. Und Konter sagt, dass random Karten, wenn ihr die zieht, mit Eifer belegt werden. Wenn ihr diese Karten nicht spielt, bekommt ihr am Ende der Runde Eiferpunkte, die hier diese Bar aufladen. Ja, hier insgesamt zwei Stück. Wenn diese Bar voll ist, kontern wir den nächsten Move. Na, das bedeutet, wir verhindern den Schaden, wenn es Nahkampf ist. Fernkampf geht nicht, ja, macht auch keinen Sinn. Na, das heißt, wir parryen mehr oder weniger und machen so viel Schaden, wie hier dasteht. Das ist quasi unsere Vergeltung, heißt das, glaube ich. Ne? Das heißt, Vergeltung kann auch aufgebaut werden. Das heißt, zwischen den Karten gibt es einen großen Unterschied. Wir nehmen also die hier, schützen uns. Wir werden uns nicht perfekt schützen. Du kannst ja keinen No-Hit-Run quasi machen. Na, aber wir bekommen jetzt quasi, wenn wir eine Runde beenden, zack, zwei dieser Punkte. Das Ganze wird natürlich cinematisch auch noch aufgearbeitet. Ne? Der springt uns an, gibt uns auch einen Debuff. Blutung ist das hier in dem Fall. Das bedeutet, wir ziehen diese Karte. Das heißt, wenn wir diese Karte ziehen, können wir trotzdem noch eine ziehen. Fügt ihr vier nicht tödlichen Schaden zu, wenn diese Karte am Ende der Runde abgelegt wird. Das wird natürlich passieren. Also diese Blutung sorgt dafür, dass wir Damage over time bekommen. Aber in Form einer Karte. Das Gute ist, sie wurde als Eiferkarte ausgewählt. Also die würden wir eh nicht spielen. Ne? Also ganz geil. So, als nächstes überlegen wir, wen wir quasi verkloppen. Die machen recht wenig Schaden. Wir könnten jetzt Folgendes tun. Wir können jetzt Wut des Wolfes benutzen.
Das heißt, wir machen Wut des Wolfes, laden damit das Ding fast komplett auf und hauen den hier jetzt einerseits das in die Fresse und dann noch einmal in die Fresse. Wir hätten jetzt den noch töten können, aber ich würde euch natürlich den Konter jetzt zeigen. Das bedeutet, der Gegner rennt weg, weil der ein Range-Typ ist und den nächsten, boom, kontern wir und machen entsprechend Vergeltungsschaden. Später geht der übel hoch. Okay, später ist das einfach nur kranker Damage. Genau, wenn die Aufladung voll ist, wird der nächste, der stärkste, das ist cool gemacht, ne? Der stärkste, den nächsten automatisch gekontert. Bei Kontern machst du quasi entsprechenden Damage. Jetzt haben wir hier natürlich auch übertrieben viel Karten gezogen. Machen den dorthin auf jeden Fall kaputt. Upp, ja, einfach aufgeschlitzt. Haben jetzt hier natürlich ein bisschen Energie über. Das ist, glaube ich, auch so ein Extra-Effekt, den wir haben. Genau, wenn du konterst, kriegen wir 2 Energie und Karten. Also mehr Karten quasi. Können wir ziehen. Die 2 Energie sind natürlich völlig OP. Na, das bedeutet, wir machen einmal Befreiung. Bumm, kicken den weg. Das kann Spezialeffekte auslösen. Ne? Also wegkicken in einer anderen Zone sein, kann einen Bonuseffekt bringen. Bumm. Hier rechts haben wir noch so ein paar Tipps. So ein paar Tutorial-Sachen, aber die werden mir jetzt die ganze Zeit vorgeschlagen. Ne? Sind aber Quatsch, weil ich das schon am Laptop ein bisschen getestet habe. Alles cool, Kinder? Ich bin gerade noch am Aufnehmen. Was wollt ihr machen? Wollt ihr was machen? Okay, cool. Na, dann chillt ihr unten, okay? Perfekt. So. Und die Tür zu, bitte. Ist wichtig, ne? Kommen einfach Kinder rein. Frechheit. So. Was wollen wir nehmen? Wir haben hier natürlich... Oh, die wissen nicht, wie die Tür zugeht. Ja, das passiert auch manchmal. Zu heißt einfach Tür offen lassen. Ne? Der Willi ist noch ein bisschen lost. So, also wir haben die Möglichkeit, nicht nur Karten zu nehmen, sondern wenn wir Alt gedrückt halten, auch die Verbesserungen zu sehen. Ne? Das ist ganz wichtig bei der Bewertung der entsprechenden Karten. Die Anfangskarten sind sehr schlecht. Ne? Die willst du natürlich alle ersetzen. Das bedeutet, wenn du höchstens 3 hast, ziehst du eine Karte. Ne? Auch nicht schlecht und machst dann natürlich entsprechend Schaden. Diese Karte ist schwer. Das bedeutet, die kann nur benutzt werden, wenn neben mir jemand ist. Ne? Deswegen, wenn jemand weit weg steht, muss ich mich ihm erst nähern. Und dann kann ich diese Karte verwenden. So, jedes Mal, wenn du eine Strafe ausspielst. Ja, Strafe müssen wir erst ziehen. Ne? Und das hier, es gibt zum Beispiel auch Karten, die sind ultra schlecht, aber deren Weiterentwicklung ist extrem gut. Ne? Wieder eine Karte, das ist in der Ablage, wenn es ungerade ist. Wir machen mal den Schattenschritt. Der ist irgendwie am chilligsten. So. Jetzt haben wir zum Beispiel wieder so einen Beutezug, wo wir Dinge auswählen können. Ja, wir können sagen, wir können zwischen diesen beiden Faktoren wählen. Entweder eine von 5 ausgewählten Karten. Keine Ahnung, was es ist. Ja, hier erhalten wir sofort 3. Füge eine Betäubung zu deinem Deck hinzu. Das ist ja unangenehm. Aber die können wir theoretisch entfernen. Wir machen mal das hier. Also wir kriegen offensichtlich einen Nachteil. Als Fluch würde man das bei anderen Spielen quasi bezeichnen. Aber dann kriegen wir ein Anti-Quorum. Das ist einfach ein anderes Wort für Artefakt. Ja. Füge allen Gegnern 8 nicht tödlichen Schaden zu und belege sie mit 1 Schwäche, wenn der Gegner besiegt wird. Aha, Schmerzverbreiter. Ne? Das klingt ja schon mal nicht schlecht. So, und dann kriegen wir diese 3 Karten. Wenn dein Gegner besiegt wird. Okay, das ist quasi eine Verzauberung, die länger hält. Dann, deine Eiferangriffe verursachen zusätzlichen 6 Schaden. Na, das bedeutet, wenn wir die Eiferkarten spielen. Und dann fügt allen entfernten Gegnern 8 Schaden zu. Das bedeutet, man hat ja von uns gesehen, dass ein Typ weggerannt ist. Und das heißt, er ist in einer anderen Zone. Und kann dann natürlich auch entsprechend sehr nervig sein. Und diese Karten haben auch noch Verbesserungen. Die werden wir uns natürlich ebenfalls anschauen. Also es ist trotzdem viel gelesen. So, wir können 5 HP verlieren. Und bessere Belohnung erhalten, nehmen wir immer. Hier ist wieder der Klassiker, wenn wir es bis zu Ende schaffen und den Boss besiegen, werden wir voll geheilt. Ne? Also HP ist ein Investment. So, der will sich buffen, der möchte mir 4 Schaden machen, aber auch gleichzeitig einen Debuff. So, diese Karten würden wir spielen, die ist zwar eiferlastig, aber der Vorteil ist, dass wir eine Karte ziehen. Na, und jeder, der solche Spiele kennt, Card Draw, extra Energie, ist OP as fuck. Ne? So, das heißt, wir kicken den noch am Ende weg. Der hat noch 6 Leben. Ist ein bisschen ärgerlich. Wir hätten jetzt auch quasi uns schützen können. Oh, wir hätten uns schützen müssen, sehe ich gerade. Wir haben jetzt richtig viel Schaden kassiert. Das tut mir leid. Der hat hier quasi extra Damage bekommen.
So, gewährt 8 Schutz, wenn ein Gegner besiegt ist. Genau, das könnten wir jetzt trotzdem spielen. Manchmal ist es nämlich so, dass wir nicht wissen, ob noch eine Verstärkung kommt. Na, sowas passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Haben jetzt aber hier schon 8 Schutz bekommen. Hauen jetzt auf den drauf und lassen aber die Eiferkarte übrig. Na, das ist das Wichtige. Genau, hier kommen jetzt noch Verstärkungen. Ich glaube, hier gab es sogar ein ganz kleines Icon. Na, so, der macht 8 Schaden. Der macht 5. Können die jetzt 8 Schaden machen? Deine Eiferangriffe suchen zusätzlichen 6 Schaden. Das hier will ich auf jeden Fall entfernen. Betäubung ist auch sehr unangenehm. Ja, wir parieren, glaube ich, das hier. Also wir parieren auf jeden Fall eine Attacke. Und dann deine Eiferangriffe 6 Schaden. Und dann machen wir quasi den hier auch. Und den, ne? Der macht nochmal allen 8 Schaden. So, da kann ich euch nochmal quasi die Kontermechanik zeigen. Bumm, ich drücke den quasi 17 Schaden rein. Und den hier verhindere ich, weil es halt nur 7 Damage ist. Ne? Das ist halt tatsächlich gar nichts. So, dann zack, hauen wir den um. Und alles ist cool. So, wir haben trotzdem sehr viel Leben verloren. So, entsetzliche Wahrheit. Gewährt 13, Schild. Gewährt jedes Mal, wenn du diese Runde verwundet wirst. Wut, okay. Gewährt 18. Also wie gesagt, die Werte sind übelst krass. Na, die Werte sind sehr, 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 sehr hoch. Wir haben auch quasi 2 verschiedene Bonusvarianten. Genau. Das Ding ist super cool. Schwund, warte mal. Flüchtig. Gewährt 5, wenn diese Karte zu Beginn deines Kampfes in deinem Deck ist. Und du blutbefleckt bist. Ja, das mit dem blutbefleckt, weiß ich gar nicht. Erweitert deine Hand um 1, wenn diese Karte zu Beginn des Kampfs in deinem Deck ist und du blutbefleckt bist. Ja, blutbefleckt muss ich erstmal gucken. Das machen wir noch nicht, aber diese Karte mag ich. Die ist ein sehr, sehr interessantes Design. Was ich persönlich sehr mag. So, HP verlieren, 2 Karten verbessern. Zusammenarbeit senken ist sehr interessant. Weil wir können nicht ins Negative gehen. No. Hier zum Beispiel wird Zusammenarbeit beginne jeden Kampf mit 25 Wut. Ja, ich investiere mal so ein kleines bisschen HP. Wir dürfen jetzt 2 von 6 Karten verbessern. Das ist aber random tatsächlich. Also ist nicht optimal. Aber wir haben Glück. Wir haben diese Karte. Das hier zum Beispiel. Na, ihr müsst euch vorstellen, der normale Schlag macht 9 Damage und gewährt natürlich noch 3 Vergeltung. Der Schlag macht einfach 20. Oder 28. Aber es heilt alle Gegner. Andere Gegner heilen sich. Übel geiler Trade. Finde ich mega gut. Ist halt so ein Nachteil, den man gut outplayen kann. Na, das heißt, wir machen auf jeden Fall den. Hier geht der Schaden auf 20 hoch. Wir können hier mehr Vergeltung machen. Ich würde auf jeden Fall den hier noch erledigen. Den Eifer in der Mitte klingt auch interessant. Aber Damage ist zu Beginn OP. So, wir könnten jetzt 5 heilen. Oder den Kampf mit einer Energie und eine Karte mehr in der ersten Runde beginnen. Ich würde das machen wollen, weil das spart oft mehr HP, als wir jetzt durch die 5 HP bekommen würden. So, der hier will auf jeden Fall abhauen. Der hier erhöht seinen Angriffsschaden dann entsprechend. Also der wird immer aggressiver. Wir haben leider die Betäubung gezogen. Die müssen wir irgendwann entfernen aus unserem Deck. Das wäre gar nicht so schlecht. So, das sind 10, sind 19. Wir könnten uns theoretisch schützen. Wir machen erstmal das. Das kostet ein bisschen HP. Wir schützen uns einmal. Und wir hauen den da hinten. Und dann ist die Frage, ob wir nichts spielen. Hahaha. Ja, wir machen mal nichts. Weil dann kriegen wir nämlich noch einen Parry dazu. Bonk, was natürlich sehr wenig Schaden ist. Aber der Parry hat einen Vorteil. Wir kriegen halt jetzt 2 Energie. Und eine Karte mehr. Ne? Das ist schon tatsächlich toxic. So, diese Karte ist mit Eifer versehen. Wenn ein Gegner besiegt wird, bekommen wir 8 Rüstung. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Schlitzen jetzt den hier auf. Der macht 14 Zonenangriff. Ne? Das ist nur in der gleichen Zone. Das heißt, wenn wir zu dem dort hinten sprinten, der außerdem Bonusschaden macht, wenn wir nicht in derselben Zone sind, na, dann ist das ein ganz, ganz großes Problem. So, hier gehen wir auf jeden Fall rein. Zack, wir dürfen nämlich noch eine Karte ziehen. Hier können wir richtig viel Schaden machen. Ich glaube, wir machen den auch kaputt. So, zack, zack, zack. Haben den noch 8 Schaden gemacht. Der macht jetzt so ein Explosionsding. Ja, der schmeißt jetzt hier so eine Bombe auf den Boden. Macht doch, glaube ich, Friendly Fire.
Bin mir nicht ganz sicher. Also der hat den Attack gewastet, würde man sagen. So, und nun können wir auf den zurennen. Und dann, wenn wir einmal dran sind, boom, na, diesen Ultra-Hit mal. Der ist natürlich jetzt ein harter Overkill, aber Kill ist Kill. So, null. Das ist natürlich geil. Der macht 5 Schaden und gewährt Energie. Jede Energiebekommung ist schon krass. Der Schaden dieser Karte wird nach einem Kondom 5. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich nicht so gut. Wird 4 Wut, gewährt 1 Energie, wenn die TP des Ziels weniger als deine betragen. Ansonsten verlierst du 1. Oh lol. Ne, wir machen das hier. Karten, die man kostenlos spielen kann und die Energie geben. Schwierig. So, jetzt wäre zum Beispiel so der Moment, wo man sagen könnte, wir verbessern entweder eine Karte, ne, oder wir erhöhen die Zusammenarbeit. Damit ihr es mal seht, machen wir das mal. Und jetzt beginnen wir jeden Kampf mit mehr Energie, ne, oder kriegen eine entsprechende Karte. Also man kann dann wirklich so ein Zusammenarbeitsbild mehr oder weniger machen. So, erhöht dein maximales Mana während des Kampfes um 1, erweitere deine Hand. Wir machen das hier. Wir erhöhen auf jeden Fall immer das Mana. Das ist einfach... Also Mana ist einfach OP. Gerade zu Beginn. So, der hier möchte mir einen Debuff geben. Wir werden einmal parieren spielen. Wir werden auf ihn zurennen. Wir werden ihn nochmal ein bisschen durch die Gegend kicken. Und er macht jetzt 7 Schaden. Wir könnten jetzt noch eine Karte spielen, aber wir behalten die beiden. Wir wollen die behalten, zwingend, weil... Na, wir wollen diesen Konter stacken. Konter stacken ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Der macht jetzt mittlerweile 20 Schaden. Das ist sehr, sehr viel. Das heißt, wir machen so viel Schutz, wie es nur geht. Na, verhindern also diese 20 Schaden. Bonk. Ja, der wollte uns anbohren. Klappt aber nicht. Und die nächste Attacke ist ein Fernkampfangriff. Er bleibt in dieser Zone, wenn er angreift. Okay. Das ist leider kein Nahkampf. Das ist ein bisschen doof. Wir machen mal so. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das konnte. Ich glaube nämlich nicht. Wir gucken mal. Nope. Der konnte das definitiv nicht. So. Aber wir gewinnen trotzdem. War ein bisschen ärgerlich. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel HP verloren. Ja, aber wie gesagt, Range Auto Attacks. Ich wollte es nochmal euch zeigen. So, gewährt 1 Energie. Gewährt bei 20 oder mehr stattdessen 2. Okay, das ist einfach gut. Bei 15 oder bei 25 oder mehr stattdessen 3. Oh, das ist krass. Das sind sehr gute Karten. Ja, sowas ist wirklich sehr, sehr nützlich. Okay, das ist wahrscheinlich das Beste. Die Relikte sind auch nicht schlecht. Aber hier eine Karte entfernen ist für uns sehr, sehr wichtig. So, verbessere 2 Karten. Jetzt wird der random gewählt. Wir können das hier kostenlos machen. Oder noch stärker. Ich denke, einmal kostenlos ist sehr nice. Und das Ding... Ich mach mal den hier. Ja, ich denke 15 ist schnell erreichbar. Und eine Karte entfernen, das ist ganz klar. Bumm. Nee, die Betäubung. Na, ist ja quasi eine nutzlose Karte für uns. Erhöht deine maximales Mana während des Kampfes um 1. Aber ihr seht schon, das ist ein bisschen stärker, der Boss. Wir machen mal keinen. Na, wir machen mal eine entspannte Runde, weil ich will auch ein bisschen HP konservieren. Wir haben jetzt hier schon wieder 20 Schaden gegen uns. Was natürlich entsprechend unangenehm ist. Wir können jetzt sofort 2 nehmen. Weil hier könnten wir mit einem Parry arbeiten. Na, wir kriegen jetzt sofort 6 Stück. Ja, ist quasi gut, dass wir das zugezogen haben. Wir verhindern erstmal den gesamten Schaden, würde ich sagen. Ist alles andere als optimal. Weil irgendwann wollen wir ja Gegner tatsächlich killen. Wir nehmen mal... Ja, wir nehmen mal den trotzdem. 13, das ist übel nice. So, dann werden wir hier alles spielen. Killen jetzt hier den einen. Die kriegen dann natürlich auch entsprechend Panik. Wir haben jetzt hier einmal die Verbesserung, dass wir auch mehr ziehen. Und ein bisschen versuchen wir zu verhindern. Piu,
Na, das machen wir trotzdem. Wir kassieren trotzdem etwas Schaden. Wir können jetzt sofort zu dem hier hechten. Freier macht einfach 20 Damage. Na, das ist schon brutal. So, wir machen so. Wir gehen hier hin. Dann können wir auch die schwere Attacke machen. One-shotten den und dann kicken wir den einfach komplett aus dem Leben. So, wir haben jetzt trotzdem ein bisschen HP verloren. Triff alle nahen Gegner. Feuersturm. Triff alle Gegner. Oh, das ist krass. Der Preis ist hoch. Du verlierst deine Energie, ziehst 3. Oh, der Unknown kriegt Schwund. Oh, das ist aber krass. Oh, eine sehr gute Karte. Wir wissen noch nicht, in was wir sie verbessern, aber die ist schon OP. So, Zusammenarbeit. Wir würden Erhard Segen bekommen. Schwund heißt, wir können sie noch einmal spielen. Hole eine Karte aus deinem Ablagestapel zurück. Gewährt 10, wenn diese Eifer hat. Das ist witzig, weil Eifer-Karten werden abgelegt und haben ja trotzdem Eifer noch. Das finde ich natürlich sehr interessant. Das ist im Prinzip Card Draw plus Energie. Das ist schon sehr stark. Wir nehmen das mal. Boom. Anscheinend können wir sie nochmal verbessern. Weiß ich gar nicht. So, heile 10 TP. Machen wir. ein bisschen Healing muss sein. So, der Typ hat ein Schild. Der hier flüchtet vor dem Angriff in die entfernte Zone, trifft dich sowie nahe Verbündeten des Gegners, auf die dann jeweils 5 Schaden umgeleitet wird. Trifft dich sowie nahe Verbündete dieses Gegners. Okay, na, wir können ja also quasi hier bleiben. Aber macht halt 20 Schaden, ne? Das ist schon. Ist schon eine heftige Menge. Wir können es auch wenig abwehren. Wir können zusätzlich 6 Schaden machen, um einen schnell zu machen. Aber es reicht nicht, ne? Wir müssen, wenn, dann den ja schon tot kicken. Ja, nee, wir müssen den, glaube ich, einfach so töten. Ich glaube, das ist das Beste. Also, wie gesagt, man kommt hier ums Kassieren nicht drum rum. Wenigstens kriegt er dann noch ein bisschen Schaden. So, der hier. Oh, der macht richtig viel. Ah, der hat Schwäche. Den Angriffsschaden um diesen Wert. Ja. Okay. Wir verlieren eine Energie, ziehen 3. Wir verlieren einen. Aber wir ziehen nur 3 Karten, ne? Jetzt ist die Frage, was können wir noch ziehen? Das hier wäre halt gut, ne? Für mehr Energy. Ansonsten könnte ich den hier übel platt machen. Oder den komplett killen, ne? Aber ich würde gerne den da killen. Der ist mir zu nervig. Die Damage-Werte sind bloß kacke, muss man sagen. So, he gone. Wir machen mal das und hoffen, dass wir eine gute Karte ziehen, weil wir killen können wir eh keinen. Also den dort können wir versuchen, damit zu töten, ne? Da würden wir 6 Schaden kriegen, ohne Debuff. Ja, wir machen mal so. Rums. So, jetzt kommt hier der nächste. Den werden wir sofort angehen. Da kriegen wir nochmal Energie. Machen jetzt die Mechanik. Das werden wir blocken. So. Okay. Bonk. Ja, wir haben nicht mehr viel Leben. So. Kann ich das sehen, ob die Eifer hat? Ich kann nochmal Impuls holen, ne? Oder nochmal Karten ziehen. Oder übel viel Damage machen. Ich glaube, übel viel Damage ist ja auch worth. So. Gehen auf jeden Fall auf den. Das Problem ist, der da hinten. Der da hinten ist leider lost, weil der hat ein Schild. Den würde ich jetzt, also den ersten Hit hätte ich sowieso keinen Schaden gemacht. So, das heißt, den schlitzen wir jetzt so auf. Aber sieht schon ganz cool aus. Wie gesagt, die Grundidee ist auf jeden Fall sehr, sehr sexy. Gewährt jede Runde pro entfernten Gegner. Okay, das ist krass. Belegt mit Schwäche, wenn du das erste Mal pro Runde einen Gegner angreifst. Geht Energie, wenn du zum ersten Mal ein Programm ausspielst. Programm. Habe ich noch gar nicht so oft gemacht. Ich glaube, das hier ist besser.
So, das war jetzt ein schwerer Gegner. Die kriegen jetzt noch einen Beutezug. Hätte eine unvergleichliche Karte, erhöhte Zusammenarbeit. Ja, erhöht den Schaden einer Karte um 5. Wir machen mal das hier. Dann bekommen wir gewährt. Erhöht bis zum Ende den Angriffsschaden um diesen Wert. Oh lol, nachdem du angreifst. Das ist ja witzig. Und zack, ein Zusammenarbeit. Das heißt, wir fangen jetzt mit zweimal Strafe an. Strafe klingt ein bisschen unangenehm, ist aber tatsächlich not bad. Erhalte einen Injektor. Ja, machen wir mal. Das ist quasi so ein Ding. Ist super nützlich. Offensichtlich nützlich. So, und wir beginnen mit zwei Strafe. Zwei Strafe ist sehr, sehr nice. So, wir fangen auf jeden Fall mit extra Energie an. Dann den. Strafe hat Schwund, aber das ist ja erstmal Wurst. Und der dort hinten, da hätten wir hingehen müssen, ne? Das wäre besser gewesen. Aber wir haben auf jeden Fall genug, um das auszuhalten. Fast genug. Wir kriegen einen Damage. Geht auf jeden Fall Schlimmeres. Aber ich hätte rübergehen müssen, das wäre besser gewesen. So. 14 Leben hat er noch. Wir haben nur 3 Energie. Und der macht 4 Schaden. Das ist recht wenig. Ja, wir machen so. Dann den kaputt. Und dann schützen wir uns noch. Noch den hier. So. Und dann würde ich sagen, machen wir die Handerweiterung. So, aber da haben wir auch einfach mehr am Start. Und der macht jetzt 20 Damage. Das ist natürlich sehr viel. Hat aber auch nicht mehr viel Leben. Ziehen wir hier noch eine Karte? Okay. Gut. Karte ziehen wir auf jeden Fall die richtigen Entscheidungen. Also wir verlieren trotzdem konstant HP. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Endboss schaffe. Anker, gewährt 20. Also wird nicht abgelegt, die Karte. Ziehst 1. Die Steigerung ist nicht gut. Das Ziel mit Schwäche. Einmalig. Was heißt einmalig? Diese Karte wird nach dem Ausspielen dauerhaft entfernt. Zieh diese Karte. Guck mal. Wenn ich die spiele, dann ist das ein Nachteil. Aber wenn ich die nicht spiele, das Ziehen der Karte reicht schon aus. Deine Strafe verursacht zusätzlichen 2 Schaden. Ja, so viel habe ich nicht. So viel Strafen. Ich würde am liebsten gar keine nehmen, aber man kann nicht skippen. Probieren Sie aber mit der hier. Skippen wäre für mich das Beste. So, wir können 40 TP heilen. Ne, wir schaffen das schon. We can do it. Wir müssen noch ein bisschen besser spielen. Ja, wir haben es ja fast geschafft. Jetzt kommt noch eine Rast. Wir würden jetzt Konter, würde mehr das gewähren, so oder so. Verbraucht sämtliche Aufladungen, gewährt pro Aufladung 5 Rüstung. Ziehen dieser Karte gewährt, oh, das ist schon, also das ist richtig gut. Nur das Ziehen der Karte ist halt schon enorm nice. Aber wir heilen uns mal, damit wir quasi mehr sehen. Ich will ja quasi kein Longplay jetzt draus machen, aber ich will euch schon was zeigen. So, wie man sehen kann, ist ein Typ hier extrem tanky. Wir überlegen uns was Schönes. Also, das Ding am Anfang spielen ist eigentlich nicht schlecht. So, dann spielen wir die Eifersachen. Schlitzen den hier natürlich des Todes auf. Und spielen die beiden Sachen auch noch. Das ist ja noch ein HP, das ist ein bisschen unlucky. Peng, peng. Und der peitscht es auch noch raus. So, ein HP ist natürlich wirklich ein Albtraum. So, was macht er? Schlägt einen nahen Verbündeten, um ihn anzuspornen. Unangenehm. Den hier killen, sollten wir auf jeden Fall als Ziel haben. Spielen das Ding. Wir machen mal das. Und den. Und dadurch stirbt er dort hinten. Und dann machen wir hier uns, wir schützen uns so gut wir können.
So, der freut sich. Peng, 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 peng. Wärmen wir natürlich ab. Und der peitscht ihn jetzt aus. Oh, der macht sogar Schaden. Das wusste ich nicht. Scheiße, der hätte den ja totpeitschen können, den anderen. Ist ja lustig gewesen. So, der ist angespornt. 16 Schaden machen die insgesamt. Das ist schon mal gut. So, wir haben auf jeden Fall hier richtig viel Energie am Start. Na, höchstens 3 habe. Ja, das würde ich gehen. So, jetzt haben wir die beiden. Jetzt haben wir die schon geschwächt. Aber wir haben nur einen geschwächt. Legt einen zufälligen Gegner, ne? Der verringert seinen Schaden ein bisschen. Was können wir denn noch zurückholen? Wir können noch mehr Energie zurückholen. Aber das macht sehr viel Damage. Ja, machen wir das ja. So. Ach so, nee, das ist ein Limit. Ah, ich bin dumm. Limit heißt, dass ich das nur einmal spielen kann. Das war schlecht von mir. So, dann joinken wir die jetzt weg, weil der muss sterben. Jetzt haben wir eins Problem. Wir können uns jetzt gut schützen. Wir haben schon 18 Rüstung. Das ist der Vorteil halt, wenn man irgendwann... Oder wenn man an sich auch viel kontert. So, wir machen mal den Kleinen erst tot. Charge! So, es ist schon jedes Mal, wenn wir natürlich einen Kill machen, sind wir hier halt super tanky. So, der peitscht uns aus, ist aber kein Ding. Wohl 2 neue, ne? 2 neue ist fies. Verstärken. Sobald ein Gegner besiegt wird, kommt ein neuer dazu. Ja, das ist unangenehm. Wir könnten den jetzt so hauen. Den hier allen 8 Schaden zu machen. Das war schon sehr worth. Dann könnten wir den dort töten, ne? Wir wissen dann, ich weiß, ich könnte halt probieren, gut so eine Karte zu ziehen, aber ob ich das schaffe, ist auch eine andere Frage. Parieren könnte ich, weil die mir noch keinen Schaden hier machen. Aber ich glaube, die umbratzen ist besser. Bonk. So. Donk. So, der hat jetzt 84 Schaden gekriegt. Der hat sich fast selber umgebracht. Weil wir haben den jetzt ja gekontert. So, und jetzt müsste theoretisch hier jeder umfallen. So, guck mal. Das dürfen wir jetzt nicht unbedingt spielen. Ich kann jetzt seine HP nicht sehen. Warte, das müssen wir kurz wegmachen. Das ist quasi nochmal die Anleitung. Aber ich kann seine, ich kann seine HP nicht sehen. So, jetzt. Genau, mit dem Mausrad können wir Ziele wechseln. Die gibt's, also die Anleitung ist sehr cute gemacht. Es ist nicht das beste Tutorial, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Tutorial-wise gedacht, ist es auf jeden Fall nicht gut. Nicht überragend. So, wir machen jetzt mal so. Dann so. Und dann so. Okay. Okay. 11, 18. Und der ist noch geschützt. So, ich verliere eins, ne? Aber ist nicht schlimm. So, 11. 29, aber der ist geschützt, ne? Muss quasi so machen. Aber der verliert, also der tankt quasi einen ganzen Shot. Okay. Donk. Er ist schon ein ordentlicher Bossfight. Also ich muss jetzt schon auf jeden Fall länger arbeiten, als ich dachte. Wir sprinten nach vorne. Huch. So, der macht nochmal 8 Damage. Juckt uns aber nicht, weil wir haben übel viel Rüstung. So. Er hat schon wieder diesen Schild, ne? Der Schild nervt natürlich übelst. So, oder? Gucken erstmal, was wir da noch haben. Machen wir das. Und dann auf den Kopf. Und dann noch den Kick des Todes. Boom. Gewonnen. So, jetzt dürfen wir uns 2 Sachen auswählen. Ich weiß noch nicht, warum das so ist. Ein Gewehr in der nächsten Runde, wenn du verletzt wirst, gewinnt irgendwie die pro Runde das erste Mal eine Eiferkarte ausspielst. Oh, das ist gut.
Ich meine, das ist quasi das Gegenteil, was wir normalerweise machen. So, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe, aber ich glaube schon. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Eine Sekunde, das ist ein bisschen peinlich, ob ich das jetzt machen kann, nicht. So, erhalte während des Kampfes einmal Wut. Ne? Das verstärkt einfach unseren Angriff. Erhalte während des Kampfes Energie in der ersten Runde. Ich würde das trotzdem machen. Energie zu Beginn ist ganz nice. Gerade wenn man sowas hier spielen kann. Wenn wir jedes Mal Energie kriegen und Wut, wenn ein Gegner besiegt wird. Und das auch noch. For free. Okay. Der da hinten, der stört mich eigentlich am meisten. 20 Schaden ist schon komplette Brutalität. Das heißt, wir rennen da rein. 18 Leben hat der Gute noch. Zack, zack. Oh, nochmal, zack. Dann machen wir hier den Terrorschlag des Todes. Und das können wir auch noch parieren. Die Vergeltung, die steigt hier ordentlich. Also der Konter wird dem nicht gefallen. So, 19. Der macht schon viel Schaden. Also den würde ich auf jeden Fall umbringen. So, dann noch den. Ich glaube, wir müssen die Karte hier nehmen. Weil wir müssen nah ran. Wir können mit einigen Karten zwar extrem viel Schaden machen, aber wir können nicht mit jeder. Oh, das braucht man nicht zu spielen. Wir machen das jetzt hier. Donk. So, der schützt sich. Der macht jetzt 4x3 Schaden. Ist gegen einige Schilde. Oder gegen. Also wir können ja zum Beispiel auch so Moves machen, wo wir 100% verhindern. Das ist natürlich sowas sehr unangenehm. Insgesamt machen die jetzt 15 Schaden. Das ist schon super viel. Oh, wir könnten 18 Damage machen. Ja, jetzt werden wir kassieren. Das heißt, wir spielen trotzdem Utility. Gehen dann trotzdem auf den da hinten, damit der den Schaden etwas senkt. Der hat hier quasi so eine Zielsicherheit. Und sein Damage geht dann schon ein bisschen runter. So, wir spielen auf jeden Fall den. Wir machen hier eigentlich 18 Schaden. Dann nochmal 10. Dann ziehen wir nochmal. Also der hat die Hoffnung. Oh ja, das ist eine gute Hoffnung. Ah, der hat ein Schild. Die haben beide ein Schild, ne? Scheiße. Dann machen wir das. Wir machen den Schild weg. Dann Todesmove. Und dann noch den hinterher. Dann haben wir noch 34 Schild, was super gut ist. Und nun ist die Frage. Ziehen wir noch eine Karte, ja, ne? So, jetzt macht er noch 10 Damage, aber juckt nicht, ne? Wir killen ihn. Und das hat geil gemacht, ne? Also die Dynamik dann ist schon sehr, sehr cool. So, schmerzhafte Chancen. Gewährt 1, wenn das Ziel entfernt ist. Oh, das ist nice. Wenn du weniger TP hast als der, erhältst du 1 Strafe. Das klingt nur so schlecht, aber es ist was Gutes. Füge einem zufälligen Gegner 20 Schaden zu. Wenn dieser besiegt wird, ziehst du eine Karte und dieser Effekt wiederholt sich. Oh, krass. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Demütige Sonne. Jetzt so eine Leidenschaft, das ist auch cool. Ne? Kannst auch eine Karte ziehen. Der gewährt 1 Energie. Das ist ein bisschen komisch, ne? Ich glaube, das ist das Beste. Das liest sich schön. So, jetzt können wir wieder gucken. Wir können die Zusammenarbeit senken. Oder HP verlieren. Ich würde das schon behalten wollen. Wir machen mal das ja. Wir verbessern jetzt 1 Karte. Ich glaube... Also das ist nett. Wenn Eifergreifer zu sich Schaden verringert, die Kosten... Deiner Eifermanöver meint. Das klingt auch richtig gut. Hier ist ein bisschen schwierig. Es hat halt Schwund. Es ist halt super stark, aber es hat Schwund. Das kann ich nicht. Finde ich gut. Das ist nice. Und ich glaube, das muss ich auch nehmen. Das ist auch nicht schlecht. Wir machen erstmal das.
Weil die Karte hätte ich sonst eigentlich nicht gespielt. Die mag ich irgendwie nicht. Aber wenn die jetzt 0 kostet, finde ich sie okay. So, das hier, da bin ich noch nicht so richtig durch. Nee, das mag ich nicht. Das letzte Mal Blick ist irgendwie weird. Ist halt so teuer, ne? Macht zwar einen Angriff mehr und so. Und das steigert sich ja irgendwie auch. So, gewertete Kampf. Genau, wir können Schwächungen erhalten. Ja, war jetzt nicht. Genau, gewährt 1 Energie pro Runde. Das erste Mal eine Eiferkarte ausspielt. Genau, gewährt jede Runde 5 bei Vorfängern. Genau. Der ist entfernt. Der schießt auch. Der will buffen. Und die Karten hier sind for free. Also ich glaube, wir können den schon hart vermöbeln. Macht 18 Damage. Nein, der macht nichts. Aber wir gehen mal auf den drauf. So. Dann haben wir hier noch das. Dann noch den. Und holen das Ding zurück. Dann, das ist für nächste Runde worth. Das ist natürlich krass, ne? Wenn das jetzt ein zufälliger Gegner ist, ne? Ich meine, wir können ihn auch killen. Aber ich würde auch gerne ein bisschen Schaden verhindern. Allerdings kriegt man hier... Ja, wir können jetzt halt 18, ne? Ja, wir machen mal das. Komm, wir verhindern mal ein bisschen Damage. Ich glaube, das ist okay. Ja, diese zufällige Karte doch nicht so gut. Der ist ziellos, während er entfernt ist, trifft dieser Gegner... einen nahen... von dir nahe Verbündete statt dir. Oder trifft er auf jeden Fall oder kann der treffen? Okay, aber da müssen wir halt irgendwie an den rankommen, ne? Das können wir jetzt so machen. Das heißt mal, wenn ich eine Eiferkarte spiele, ja. Ja, Free Mana nehme ich erstmal, ne? So, hier ist natürlich die Problematik. Dass jetzt wirklich viel Damage ist, ne? Ja, ich muss mich da komplett schützen, so. Unser Vergeltungswert ist dann natürlich sehr, sehr hoch. Der Debuff auch mega unangenehm. Mal ziehen nochmal Karten. Halt einen zufälligen Gegner. 5, wäre das okay. Er hätte eh volle AP gehabt. Das ist natürlich voll gut. So, Eiferkarten verursachen zusätzlichen Schaden. Das ist natürlich die Frage, ob das zählt, aber ich denke mal nicht. Wir machen auf jeden Fall den hier erstmal kaputt. So, und der macht jetzt 18 Damage, ne? Wenn der stirbt, macht er noch extra Schaden an dem. Deswegen sah das gerade so komisch aus. Wir kriegen hier 6. Wie viel haben wir hier? 4? Ja, das schaffen wir leider nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach 3 Schaden. So, der hat ein Schild. Neutralisiert den nächsten Angriff. Dann nehmen wir... Oh, ja, nehmen wir mal den. Das ist ja scheißegal quasi. Und das ist halt so nice, ne? Das macht jetzt mit einmal 30. Dann haben wir hier das. Und tschüss. Ja, es spielt schon sehr geil. Es spielt sich so fucking smooth. Ich weiß natürlich nicht, wie das Hyperlate-Game aussieht. Das, warte mal, war das die interessante Karte? Nee. Beleg deinen zufälligen nahen Gegner mit Schwäche, wenn du ungerade ist, sind stattdessen 7. Du hältst einen Angriff aus der Sammlung. Oh, das ist krass. So. Belegt alle nahen Ziele mit Schwäche. Aber macht 2x 8. Entsetzliche Wahrheit. Wir können mal gucken. 2x 10. Ein zufälliges Programm kehrt das Ablagestapel zurück. Zufälliges Manöver kehrt zurück. Ja, 18 Schild ist auch nicht schlecht. Nur wenn ich verwundet werde, ne? Ja, wir probieren mal die Karte. Das Problem ist halt, dass das Deck immer größer wird. Also der Traum bei solchen Deckbildern ist ja auch wirklich viele Karten zu entfernen. Deswegen hier, so etwas ist schon sehr, sehr nice. Also das finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist ja besser als so ein normaler Angriff, ne? Gewährt 8, wenn das erste Mal pro Runde ein Gegner besiegt. Das ist ja nicht schlecht. Ja.
Muss man auch immer im Hinterkopf bewahren. Wie offensiv können wir jetzt spielen? So, Zusammenarbeit. Ich würde gerne diese Zusammenarbeit auf jeden Fall erhöhen. Heilung klingt zwar auch nicht schlecht, aber Zusammenarbeit ist ein direkter Stat, der auch bleibt. Ja. Also, wobei manchmal hat man Auswahl, dass man sich verschwächt. Während vieles kann man zwei Betäubungen zu deinem Zielstab hinzu. Naja, da machen wir nichts lieber. Okay. Wenn dieser Gegner besiegt wird, gewährt pro Runde 3. Immer wenn dieser Gegner verwundet wird, verliert er 2. Aha. Er wird also schwächer. Das ist doch schon mal geil. So. Okay. Also müssen wir erstmal das spielen, damit wir Energie for free zurückkriegen. So. Genau. Warte mal. Und der Effekt war ja, wenn Eifer da ist, ne? Ich würde gerne das hier machen. Das geht dann schon ordentlich zurück. Dann machen wir noch die Strafe. Ziehen wir nochmal 3. Es sind immer noch 20 Schaden, den ich kassieren würde. Sehr vieles. Leider. Also ich glaube, wir kicken den noch einmal in die Fresse, so, weil es auch gut aussieht. Und dann machen wir, glaube ich, noch einmal 20 Schaden. Wir kassieren jetzt halt ein bisschen, aber schade. So offensichtlich nicht der Richtige. Aber wir haben noch eine Eiferkarte behalten. Also eine Eiferkarte sollten wir pro Runde auf jeden Fall spielen, weil es energiemäßig halt extrem krass ist. So, okay, jetzt vielleicht die andere zuerst spielen sollen. Ja, das war nicht optimal. Die Dinger sind wirklich sehr, sehr tanky. Ja, das sieht nicht gut aus. Dong, dong. Also die haben uns auf jeden Fall ordentlich verprügelt. So, Bonk. Ja, wir kriegen die nicht tot. Das sieht nicht gut aus, Leute. So. Zu viele Betäubung, Mann. So, der Gegner kriegt natürlich immer weniger Schaden, je mehr er kassiert. Aber 21 ist schon sehr viel. 21 ist leider super viel. Okay, also wir kriegen sie tot, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Zack und zack. Schöne Garen-Ult noch hinterher. Okay, das war terrible. Du legst deine Hand ab und ziehst halb so viele Karten, wie du Aufladung hast. Das Ziel. Genau, das ist halt krass. Das finde ich eine der coolsten Karten im Spiel. Du machst extrem viel Schaden an dem Ziel. Und dann kriegt das Heilung. Overtime, ne? Aber ist trotzdem geil. Erhöht dein maximales Mana um 1. Du verlierst pro Runde eine Energie. Okay, man verliert auf jeden Fall immer pro Runde eine Energie. Lesen nicht alle cool. Aber wir nehmen mal irgendwie den hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir es quasi bis dahin schaffen. Finde 2 Karten außer Basiskarten. Das ist ja kacke. Dann heilen wir uns. Also im Prinzip ist das Coolste, tatsächlich die Basiskarten zu entfernen. So, hier nehmen wir auf jeden Fall das. Wir wollen ja weiter die Zusammenarbeit. So oder so ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir entfernen selbstverständlich 1 Basiskarte. Wir wollen nur die guten spielen. Oder halt Flüche loswerden. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Aber da hatten wir jetzt, glaube ich, keinen. Hier haben wir 2 zur Auswahl. Ich gehe. Also, man hat keine richtige Auswahl, was die Wege angeht. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt. Ne? Aber muss man selber wissen. Der hier ist wütend. Na, wenn sie diese Runde keinen Schaden erleidet. Er ist also auf jeden Fall hart im Fokus. Wir nehmen die Free Energy mit. Auch die Free Cards nehmen wir mit. Vielleicht hätte man das hier zuerst spielen sollen.
Das sind 16 Schaden. So, und wir schwächen die Gegner so ein bisschen. Dann können wir hier nochmal schwächen. So. Das sind trotzdem 12. Das sind trotzdem 22 Damage. Also wir können jetzt so machen. Und dann einfach hoffen, dass der jetzt hier... Ah ne, der stirbt ja gar nicht, ne? Ne, der müssen wir uns auf jeden Fall schützen. Dong. So, die beiden buffen sich jetzt. Der greift an. So, das erhöhen wir auf jeden Fall. Kicken den, dann machen wir das, weil dann kriegen die anderen dort hinten auch noch Schaden. Wir brauchen sämtliche Aufladung. Ja, wir haben jetzt schon genug Rüstung, also wir müssen das auf jeden Fall jetzt nicht machen. Ist die Karte schwer? Nee. Ja, wir gehen mal auf den weiter. Genau, verbrauchen wollen wir auch nicht. Okay, der lädt sich auf, der macht nur 7 Damage. Wollen wir die extra Energie nehmen? Wir können jetzt nochmal 5 Schaden machen. Was aber tatsächlich gar nichts bringt. Wir verlieren halt dadurch einen Konter, ne? Eigentlich wäre es geil, den Konter zu behalten. Aber wir kriegen so viel Schaden sonst noch. Ne, wir müssen das tatsächlich machen. Die sind so low. Too low. So, das ist ideal. Dann machen wir das. So, da kriegen wir nochmal Free Energy. Und dann verteidigen wir uns, denke ich. Ah ne, das hätten wir gar nicht machen müssen. Wir waren sowieso schon übel hoch. So, nochmal 8 Damage. Kriege ich den tot? Probably not. Bums. Okay. Ja, hier eine Energie zu verlieren, ist nicht tragisch. Das kann ich nicht spielen. Muss ich aber gar nicht. Okay. Läuft gut. So, wir haben wieder diesen sündigen Schlag. Das ist eigentlich geil, nur wenn ich die ziehe, ist schon cool. Jede Runde 1 Strafe, wenn du keine Energie hast. Ja, so oft passiert das nicht. Ich habe tatsächlich oft diese Konterenergie. Ich würde halt gerne keine Karte nehmen, ne? Aber das ist bei so vielen Spielen einfach schlichtweg OP. So, ich glaube, hier kommen wir nicht drum rum. Pflicht des Helden. Also ist eine geile Karte, ne? Eine Karte, die halt sofort diesen Konter gibt. Vier Stück vor allem, jetzt hat schon 4. Gewährt den Gegner diesen Kampf maximal TP. Sowie TP. Lul. So, dann machen wir das hier. Okay. Der bufft die. Der macht mir Angst. Also ich glaube, den hier kriege ich schnell tot. Ich glaube, den kriege ich tatsächlich schnell tot. So, also bam, bam, bam. So, das war schon mal gut. Der ist wütend, aber der macht noch nicht viel. Und wir kriegen keine Verbündeten, das ist auch nicht schlecht. Das Problem ist, ich weiß nicht, was diese Fähigkeit macht. 2x17, holy shit. Ja, 2x17. Ich könnte noch eine Karte ziehen.
Ja, das ist ganz schlecht. Ich könnte diese Eiferkarte nicht spielen. Ja, wir machen das mal so. Wir spielen die mal nicht, damit wir noch einen Eifer haben. Damit wir dann... Alter, der macht mich so kaputt. Damit wir dann tatsächlich diesen Angriff hier parieren. So, das hier kann, glaube ich, ganz cool sein. Oh, das ist kein Doppelangriff. Und das war unlucky. Okay, also wir machen jetzt einmal Eifer. Das heißt, den kriegen wir ab. Den parryen wir mit 53 Vergeltung. Das war ganz cool. Ja, wir machen jetzt das, dann das. Dann bufft er sich nur, ne? Das heißt, hier brauchen wir gar nichts. Wir machen jetzt das, das, das. Erheitern die Hand um eins, noch den. Kicken den in den Butt. Und erhöhen hier den Spaß. Okay, also der bufft sich nochmal, damit er, glaube ich, diesen Doppel-17er wieder macht. Oder nur ein 42er, na gut. Aber das soll es gewesen sein. Also wir machen einmal den und dann den Hyperschlitzer. Also wir leben noch, Leute. Wir leben am Limit. Es ist kein schönes Leben. Gewährt nach 8 Angriffen. Ah, Energie und Dings. Pro Runde leider ein zufälliger Gegner 8 nicht tödlichen Schaden. Das ist ja krass. Gewährt bei jedem Kampfgegner eine zusätzliche Angriffskarte, deren Schaden bis zum Ausspielen und bis zum 5 erhöht wird. Ah, das ist cool. Aber das macht consistent damage. Aber 8 Angriffe sind auch schnell gespielt, ne? Das ist schwierig. Okay, wieder eine Karte entfernen. Das machen wir. Das sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Ja, ich weiß nicht, ob das worth ist. Also das Ding ist halt, das kann sehr gut sein. Weil die verbesserte Variante ist davon sehr gut. So, jetzt haben wir den hier. Das ist eine geile Karte. 2x8 ist richtig gut und gewährt 4. Schwund ist ein bisschen ärgerlich, aber... Oh, wir haben die jetzt trotzdem bekommen. Ja, das ist witzig. Das ist gerade, das ist das Relikt, was wir gerade geditcht haben. Wie schön. So, 2 Karten oder das. Ich glaube, 2 Karten ist, glaube ich, ganz cool. So, der will mich debuffen. Und der macht übelsten Schaden. Wir machen erstmal das. So, dann kriegen wir nochmal Energie. Was können wir jetzt zurückholen? Das zurückholen finde ich eigentlich ganz geil. So. Ah, ich bin dumm. Es ist Limit. Oh, was mache ich? So, okay. Ja, wir gehen jetzt auf den dort hinten. Der wurde jetzt auserwählt. So. Sämtliche Aufladung. Ja, das könnte jetzt wichtig sein. Sämtliche Aufladung zu verbrauchen. Bumm. Wie der Schaden einfach dort hinten war. So. Okay, wir haben jetzt schon mal alles geblockt. Es kommt tatsächlich auch Verstärkung, was mich sehr unglücklich macht. Oh, wir machen das. Dann den. Und dann dürfen wir noch eine Karte ziehen. Der macht jetzt 19 Schaden. Das ist sehr viel. Aber wir kriegen ihn nicht tot. Also wir leben noch. Oder wir haben nur 7 gekriegt. Stimmt, wir haben doch irgendwas Rüstung bekommen. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Hand erweitern finde ich gut. Das finde ich auch gut. Okay, wir haben Gott sei Dank noch einen Angriff gezogen. Sonst wäre das extrem beschissen geworden. Den haben wir getötet. So, und bam. Wir haben mehr als genug Rüstung. Okay, wir schaffen das tatsächlich. 2x14. Kidding. 2x14 ist brutal. Okay, Leute, wir sind noch im Rennen. Still going.
19 Schaden. 28. Okay, das ist heftig. Gewährt einmal Strafe, wenn das Ziel maximal von mindestens 100 hat. Das ist so ein Bosskiller, ne? Das Bestientöter trifft es halt sehr gut. Könnte, denke ich, worth sein. Die Frage ist, maximal AP stand da, ne? Reduziere eine Karte. Oh, what? Das ist krass. Oh, die hat Schwund, ne? Ich würde dann wahrscheinlich die hier. Oh, ich darf auswählen welche. Das ist schon mal gut. Füge allen Gegner besiegelt. Ja, die Schwächung ist irgendwie cool. Rüstung, wenn jemand besiegt wird. Das ist übelst stark. Holen fernen Gegner finde ich auch nicht schlecht. Ich muss das hier, glaube ich, wegmachen. Ich bin auch nicht so gut, dass im Bereich. Also, das ist doof. Ja, jetzt kann man ja nicht schön reden. So, heile 10 TP, nehme ich definitiv. So, okay. Boom. 37 hat er. Der hat mehr. Also wir machen erstmal das. Dann das. Dann macht die hier mehr Damage, ne? Das müsste jetzt 9 Schaden machen, richtig? Macht 6 Schaden, das verstehe ich nicht. Müssen nicht die Eifersachen mehr machen? So, also wir schlitzen den komplett auf. So, Problem daran ist die Tankiness. Wir müssen den auf jeden Fall noch einmal hauen. Damit der nicht so viel Schaden macht. Der hat jetzt diesen dicken Schild. Schade, dass der Schild nicht geprockt ist. Das ist ein bisschen doof. So, das Ding macht da richtig Damage, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall 2 spielen. Und rein. Und... Ah, nee, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Zählt nicht. Leute, es zählt nicht. Das habt ihr nicht gesehen. So, maximal HP. Ja, das ist gut. Ja. Zack. Und noch eine Strafe. Und noch den. Und dann aber ziehen wir nochmal. Und dann nochmal den. Und am Ende Smite. Sehr gut. Okay, also wir leben am Limit. Gewehr 20 belegt dich mit Gewehr 30. Einmalig 40, finde ich auch gut. Wenn eine Karte ist deine Ablagestabe, möchte ich in deinen Ziehstabe. Das Ding ist halt, kann ich die noch verbessern? Ich habe hier noch eine Rast, ne? Ja, Rast ist immer gleich, sehe ich gerade. So. Das ist auch gut. Ja, wir ziehen es durch, komm. Ich meine, wenn wir jetzt voll geheilt werden, wäre halt episch. Aber wenn das Video vorbei ist, wäre auch episch. Oh Gott, was ist das? Ein Superbrain. 35 Schaden, das ist schon mal ein guter Start. So, aber wenn die sterben, kriegt der ordentlich Damage, ne? Okay, also so oder so. Finde ich schon mal nicht schlecht. Pro Aufladung. Das finde ich ja schon mal gut. Wir machen mal so oder so. Da wird mir den ersten Angriff auch ja überleben. Dann machen wir Strafe. Dann hoffe ich auf das hier. Oh! Das war richtig gut. Da ist mein Ton ausgegangen. Aber das war richtig gut. Richtig worth. Das wäre natürlich noch worther, wenn der Bonusstein auf den anderen da rüber springt, aber... Nee, ist er sogar. Oh, ich kann ihn nicht richtig anvisieren. Boah, das ist ein bisschen Overkill, ne? Ah, nee, ist es nicht. Also, es ist schon, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt nochmal Schildung. Okay, der schießt. Und er macht 40 Damage. 40. Flüchtet von einem gefährlichen Gebiet. Ja, aber... Shall I do? Ich meine, ich kann das machen.
Aber das, dann kann ich es ja trotzdem nicht abwehren. So. Okay. Tot. Gut. Also wir haben es nicht ganz geschafft. Wir waren sehr weit. Na. Wir waren sehr weit. Na, wir sehen es schon. Aktuell ist auch kein Fluch. Na, wir können es schwerer machen. Oder leichter? Nee, leichter ja. Nee, schwerer. Entschuldigung. Aber wir sind noch zu schlecht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich finde es ein cooles Game. Und ich hoffe, ihr habt das noch Early Access, ne? Das ist Version 0.2. Also es wird auf jeden Fall noch einiges gemacht. Die Grundmechanik aber finde ich nicht schlecht. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wenn jemand auf diese Roguelike-Deckbilder steht. Einen schönen Look. Bye.